Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich grüße dich an diesem schönen Samstagmittag inzwischen. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es heute wieder gut. Gestern hatte ich einen sehr anstrengenden, relativ anstrengenden Tag. Ich hatte meinen Termin in der Augenklinik. Ja, wegen meinen Schlupfliedern. Und da muss man halt lange sitzen. Ja, naja, egal. Ich habe sie überstanden. Ich war ziemlich platt danach. Ich war morgens um 8:30 hatte ich den Termin und ich muss ungefähr so 1,5 Stunden vorher los. Ja. Und bin dann kurz nach 12 irgendwie wieder raus. Und herausgekommen ist, ja, meine Lieder können wir straffen, sollten wir straffen, aber durch Corona zieht sich das alles nach hinten und somit ist mein Termin im Januar 2024. Super. Ja, jetzt kann ich natürlich mir überlegen, ob ich in eine andere Klinik möchte, wo es vielleicht schneller geht. Ja, das werde ich mir jetzt nochmal überlegen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall habe ich ja dann meinen Termin im 2024. Nichtsdestotrotz war ich danach shoppen. Ich habe auch eigentlich dann schon das Video gedreht. Also ich habe einen kleinen Action-Haul für euch. Und auch mit diesem ganz reizenden, wie nennt sich das jetzt, mit diesem Etikettendrucker da. Und es war ein fürchterliches Chaos gestern entstanden. Und ich habe letztendlich gesagt, nee, das lade ich nicht hoch, mir geht's nicht so gut. Es hat alles nicht so gepasst und deswegen gab es gestern kein Video. Und das war, glaube ich, auch die beste Entscheidung. So habe ich Let's Dance geschaut, ganz entspannt abends und habe geschlafen. Ja, und jetzt geht es mir besser. Und jetzt können wir das Video starten nochmal. Ja, vorab wollte ich euch einen kleinen Haul zeigen, was ich bei Stempelmühle getätigt habe, schon vor Muttertag, weil ich nämlich schon für Muttertag für meine Mutter einen Spruch brauchte, weil irgendwie habe ich gar keinen Muttertagsspruch gehabt und dachte, hätte ich jetzt aber gerne mal einen. Und war dann bei Stempelmühle fündig und zwar von Gummiapan und die sind ja recht günstig auch. 20 Kronen steht da. Ich weiß gar nicht, was der gekostet hat. Wie immer, weiß ich nicht. Warte, Moment, ich habe glaube ich noch meine. Da habe ich eigentlich das. Ja, 2 Euro hat es gekostet. Also da kann man überhaupt nicht sagen, für 2 Euro. Und der ist wirklich wunderschön, die Schrift. Und es ist einfach nur so ein einzelner Schrift. Klar, den musste man dann montieren auf EZ-Mount. Habe ich auch gemacht. Und ich habe ihn aber auch auseinandergeschnitten. Eigentlich ist es ein ganzer Spruch, also ein einzelner Stempel. Ich habe ihn da in der Mitte da durchgeschnitten, weil alles Liebe kann man ja auch mal für was anderes benutzen. Muttertag ist ja nicht so häufig im Jahr. Ja. Genau. Der ist mitgekommen und dann habe ich mir Kreise geholt von Kreis. Also ich habe dann noch geschaut, also jetzt nur wegen 2 Euro kann man es ja schlecht bestellen. Da habe ich gedacht, was könnte ich noch gebrauchen? Und habe dann noch ein bisschen rumgeguckt und habe mir diesen Stempel noch geholt. Für 2,60 Euro. Und von Gummifan da, ja, EZ-Mont habe ich natürlich vergessen zu bestellen. Ich hatte noch eine Restmenge. Aber ja, so viel Restmenge hatte ich dann nicht. Also ich hatte noch andere Stempel, die ich da montiert habe und jetzt habe ich nur noch eine kleine Restmenge, eine mini kleine Restmenge. Also sozusagen mein Rest. Passt leider nicht drauf. Ja, ich werde bestellen. Habe ich leider noch nicht geschafft. Werde ich jetzt aber machen, weil ich möchte diesen Stempel verwenden. Ja, der hat, da steht es drauf, 2 Euro. 20 Kronen. 20 schwedische Kronen, glaube ich, sind das. Und das, da steht nur Pries. Naja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat er auch 2 Euro gekostet. Und dann habe ich mir. Ich weiß ja gar nicht, ne? Also einer fehlt, glaube ich.
die 62. Moment, der hat 2,60 Euro gekostet. 2,60 Euro, 2 und 2. Einer fehlt noch von Credis, weiß ich nicht, wo ich den untergebuddelt habe. Schauen, ob der da noch frei ist. Und da sind wir mit bei. Kurz gucken, ob der bei meinem anderen neuen Stempel dabei ist, den ich umgebuddelt habe. Eine ganze Kiste mit Stempeln, die ich noch nicht wegsortiert habe, die sich so angesammelt haben in der letzten Zeit. Und vielleicht ist er dabei. Und das könnte sein. 110, das ist ein Alter, den habe ich schon länger. Das ist es auch noch. Das ist ja komisch. Da wäre was. Die ist auch älter. Die ist noch nicht montiert. Geht in die andere Kiste. Ne, ist tatsächlich nicht dabei. Okay, da fehlt. Da muss ich mich mal auf die Suche machen. Später ohne euch. Oh Moment, eine Kiste habe ich da noch. Nö. Also da muss irgendwo anders mit untergebuddelt sein. Ist auch vielleicht auch nicht so tragisch. Einer fehlt. Realized Mask. Weiß ich nicht, wo ich das hin habe. Die 110 auf jeden Fall. Wer ist noch? Ja. Auf jeden Fall habe ich mir dann nochmal so eine Platte geholt. So eine Textur. Da zeige ich euch mal, wie das da bei dir. Da habe ich schon ein paar andere, aber ja, die Form hatte ich noch nicht. Und die soll von Lady Vagabond sein. Weiß ich nicht. Hat für mich eigentlich nicht so viel mit Lady Vagabond zu tun, weil das Thema ist eigentlich nicht so meins, aber naja, was. Auf jeden Fall fand ich die Molds super. Und dann habe ich mir einen Stempel Set noch geholt, was ich so richtig toll fand, so mit so Nähten, so toll für Junk Journals. Das ist, so sehen sie aus, im Studio Light, und der hat gekostet 6,40 Euro, genau, und das, die hat 3,60 Euro gekostet. Ja, das war Stempelmühle mit einem fehlenden Stempel. Naja, okay, findet sich schon irgendwie an. Nicht so schlimm. So. Ja, und dann kommen wir zur Action. Und bei Action ja, bin ich hingegangen, weil ich habe mir dieses Set noch einmal gekauft. Das hier mit diesen Buchstaben. Weil da sind ja meine Lieblingsdänse dabei, die also heute ist mal wieder die Kirschblüten und die Margariten, genau, Margariten, weil ich habe euch da ja schon das gezeigt, was ich damit angestellt habe, aber von den Margariten habe ich gemerkt beim Saubermachen, dass schon eins gerissen war, und das fand ich jetzt sehr schade. Ich weiß aber auch nicht, wo ich die jetzt gerade wegsortiert habe. Ich habe mich hier gerade irgendwie neu aufgeräumt. Ja, auf jeden Fall ist da, also das mache ich jetzt nicht auf, das lasse ich zu. Ich habe euch das ja schon gezeigt. Schaut an den anderen Videos einmal vorbei, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Auf jeden Fall war die kaputt. Fand ich sehr schade, weil das meine Lieblingsschablone ist, da die Margariten. Und deswegen habe ich die nochmal mitgenommen.
Und auch die Kirschblüten. Ja, das sind einfach, das ist mein Lieblingsschablone-Set. Deswegen ist sie nochmal mit. So, jetzt mal zur Seite. Dann habe ich ein Kochlevel-Set mitgenommen. Also, irgendwo hatte ich den Kassenbon. Mal gucken. Der kann weg. Mal schauen. Das ist auch nicht. Da, Kochlöffel-Set. Kostet 79 Cent. Ja, wie gesagt, ich habe es schon ausgepackt, weil ich das Video schon mal gedreht habe. Eher zum Basteln, nicht zum Kochen. Dann war im Angebot diese Türchen hier, diese Vorhänge, diese Fliegenvorhänge, die waren im Angebot für jeweils 2,44. Einmal für meine Bürotür hier, weil das ist ja separat, mein Büro habe ich nicht im Haus, sondern an einem Anbau mit dran. Und einmal für die Haustür und beides in Dunkel habe ich mitgenommen, weil das Weiße wird doch sehr schnell dreckig und ja, fand ich nicht so lecker. Dann auf jeden Fall noch mal einmal Vorrat. Einen Block habe ich noch, aber wer weiß, was ich da noch mit treibe in der nächsten Zeit und deswegen habe ich die noch mal mitgenommen. Für. Aquarellblock 1,89. Dann brauchte ich ein bisschen Nervennahrung. Das sind die für 99 Cent. Ich habe sie auch schon geöffnet. Diese leckeren Teile, die man früher im Kiosk kaufen konnte. Vielleicht auch heute noch für 5 Pfennig damals. Mega lecker. Ja, 99 Cent. Fürs Auto, für die Nerven, fürs nach Hause fahren, fürs Basteln hier. Dann habe ich nochmal Emboss-Stickers mitgenommen, weil die habe ich noch nicht. Die fand ich jetzt aber noch ganz gut. Ich kaue. Ja. Und den habe ich mitgenommen, weil den habe ich schon, aber mir gefallen die Farben so gut. Und bevor es den nicht mehr gibt, habe ich den doch nochmal mitgenommen. Also das hier so als Hintergrund. Auf eine Karte. Mega. Und mal nach oben. Die haben ja gekostet 94 Cent einer. Genau, 1,88. Und dann habe ich einen Malbuch-Block gesucht, weil ich wollte nicht immer jetzt das ganze Aquarellpapier benutzen, sondern ja. Auch glattes Papier und der normale Kartstock, das ist mir einfach zu teuer, um das zu verschmieren. Das ist jetzt echt eine tolle Grammatur. Weil, ja, dazu muss ich sagen, wo ich gestern das Video gedreht habe, ich bin nicht auf Grammatur gekommen. Habe da rumgehaspelt, jetzt kommt es wieder. Also es ist schon gut, wenn man sich nicht gut fühlt. K.O. ist lieber keine Videos drehen. Also eine 130er Grammatur, finde ich toll. A3. Hat gekostet 1,99 und 28 Blätter sind drinnen. Ja. Und das kann man hier richtig einmal rausreißen. Das machen wir auch mal gleich. So kann man sich das lösen. Und das mache ich, weil ich das eh gleich brauche. Und wenn ich das jetzt hier mir auf die Hälfte gucken. Dann habe ich A4. Ja. Was man dann schneiden könnte. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das anders mache. Das mal mit dem ausprobieren hier. Dem Rand. Ja, ist schon super losgegangen. Oh.
das ist ein toller Vorführeffekt. Schärfer machen. So, andere Seite. Vielleicht ist die Idee doch nicht so doll. Weiter reinhalten. Ja, fast gut. Aber das macht nichts. Und wenn ich das dann nochmal halbiere, habe ich ja 5. Halt doch ein normales Lineal mal. Hätte man gleich machen können. So, und dann kann man es auch reißen. Und dann habe ich A5. Und dann kommen wir zu A6. Und dann habe ich Kartenaufleger. So. Blendet hier so ein bisschen. So, kann man besser reißen. Habe ich einen Kartenaufleger für Akkorden. Stapel mal bewegen. Den wollte ich nicht. Und die ist natürlich zu groß. Für die Actionkarte müsste man sich selber wieder ein Kartenrolling basteln. Oder für was anderes benutzen. Für Junk Journal, irgendwas. Kann man sich da ausleben. Ja, genau. Auch noch mal machen, dann habe ich es nämlich schon gleich. So. Genau, und dann Moment. Wollte ich euch zeigen. Dass man auch diese Karten hier gleich verschrubbeln kann, nämlich das ein bisschen veraltern lassen. Das ist jetzt einmal Ink, was ich hier habe, und einmal Oxide. Kann man das hier ein bisschen veraltern? Ein bisschen lang leicht rüber gehen. So. Gehe ich mit dem da, upsala, noch mal rüber. Okay. So, dann habe ich schon so ein verranztes altes Papier. Ich kann das hier auch noch so ein bisschen einreißen eigentlich. So, zum Beispiel. Und dann auf den Block hier. Block.
Da gefällt mir nämlich das Blatt ganz gut. Einen kleinen Telly hier. Noch eine schöne Feder. Schmetterling. Gehe ich da auch rüber. Mache das ein bisschen diesen weißen Rand weg. Komme ich da mal weiter runter. So drüber. So. Und genau, wo geht es hin? Hier mein neues Stempelset. Und fügt man meinen Stempelblock. Ich hier einfach so ein bisschen Schriften. So. So. Schaut es schon mal so aus. Also ich finde das Stempelset mega toll. Also voll begeistert, dass man so die Schriften und da so, eine, so wie genäht. Setze ich daran. So, sieht aus, als ob es genäht ist, die Seite. Und oben nochmal mit vervollständigen. Nochmal richtig schön am Rand. Also ich finde das Stempelset ist so toll. Und so viele Möglichkeiten. Die sehen erstmal noch gar nichts aus, wenn man, finde ich, wenn ich das da so anschaue, ja, das Krickelkrackel halt, ne? Aber es macht schon was aus. Schon was her. Und dann einen wollte ich da noch. Was ist der? Ja, das muss der sein. Der hier. Da. Hier. Das ist noch mal eine kleinere Schrift. So, das ist der, aber ich wollte, glaube ich, noch einen anderen. Oder war das der? Könnte auch gewesen sein. Nochmal.
echt toll. Verschiedene Schriften. Da nochmal mit hinzusetzen. Also mega. So. Und dann gefällt mir die Seite eigentlich schon ganz gut. Und ich dachte, ich mache vielleicht, oder ja, sehr wahrscheinlich, so ein altes Kinderbuch oder so als Junk Journal. Und ja, das wäre jetzt schon mal so die erste Seite. Ist noch nicht perfekt, also ich müsste jetzt aber zu viel rausholen. Irgendwie Blümchen, Bänder, Hase nicht gesehen. Ich werde euch da mal ein Stück für mitnehmen. Das ist ja so ein Prozess, der sich da entwickelt. Und dann muss ich erstmal anfangen. Auf jeden Fall ist das jetzt mal so eine Beispielseite. Was ist das? Das ist nur das Messer. Kann natürlich hier auch noch ein bisschen mehr die Seite aufreißen. Da aus. So, ja. Und das natürlich dann wieder auf dem anderen Papier drauf. Auf jeden Fall, das ist so mein nächstes Projekt. Und dann sehen wir uns wieder, weil das war jetzt mein Haul. Oh nee, ja, sollen wir aufhören? Eigentlich wäre es schon schön, ne? Aber ja, wir hören auf, weil das andere mache ich ein extra Video, weil das wäre jetzt zu schade, das kaputt zu machen. Also das wäre Beispielkarte. Also in dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, werdet gesund. Wenn ihr krank seid, genießt den Tag. Und dann sehen und hören wir uns wieder. Ciao, ciao.